Ich glaube, Schule muss auch immer ein Stück weit scheiße sein und bleiben. Das ist eine, doch, Schule muss nicht cool sein. Schule muss scheiße sein. Es ist eine ihrer hauptpädagogischen Pflichten und Aufgaben, sich eine gewisse Scheißigkeit zu bewahren. Es ist so, Schule muss scheiße sein. Woher sonst? Woher sonst nehmen die Schülerinnen und Schüler den Abstoßungsimpuls, der sie ins Leben hinaus katapultiert? Ja, wenn nicht aus dieser Gegenbewegung, gegen der hier will ich weg, ich will raus hier, ich will ins Leben hinaus. Das ist Gegenspielerprinzip. Die Schule als der Kratzbaum des Lebens, weg von hier ins Leben hinaus. Mit dieser Lebensenergie nehmen sie sich das Leben und sagen, ich will dort hinaus. Das müssen wir den Schülerinnen und Schülern geben, diesen Abstoßung. Stell dir mal vor, Schule wäre ein cooler Ort. Stell dir mal vor, Schule wäre ein cooler und hipper Ort. Ja, Joko Winterscheid ist Schulleiter, weißt du, so, ja. Kommt mit seinem Sushi-Bike in die Schule, 9:30 geht's los. Stellt euch mal vor, Schule wäre ein cooler, hipper Ort mit innovativen Leuten und coolen Ideen. Dann wollen die Schüler da bleiben. Stellt euch mal vor, die bleiben da. Die sagen, ich habe alles, was ich brauche, hier bleibe ich. Das ist meine Welt, das ist cool hier. Ja? Das wäre gesellschaftlich verheerend. Die müssen dort weg wollen, die müssen dort hinaus. Das ist, das Vorglühen darf nie cooler sein als die eigentliche Party.